Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch mal zeigen, wie man das Nose-Outfit und die Paramedic-Outfits bekommt. Ja, ich weiß, die Glitches, die sind schon seit einiger Zeit draußen, aber dennoch haben mich einige Leute in der Zeit danach gefragt, wie man denn das Nose-Outfit unter anderem bekommen kann. Und deswegen möchte ich euch das in diesem Video einmal zeigen. Ja, ihr müsst euch dafür auf jeden Fall einen Job markieren. Und zwar werde ich euch auch die Jobs in der Videobeschreibung verlinken. Entweder braucht ihr dafür die Hilfe von einem Freund oder ladet halt irgendein Random in den Job ein. Ja, wenn ihr jetzt noch keine Handschuhe gekauft haben solltet, dann begebt euch einmal zum Bekleidungsladen, geht dann zu den Accessoires und kauft euch dann einmal irgendwelche Handschuhe. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig, weil die Handschuhe, die werden wir für den Glitch benötigen. Wie gesagt, das Note-Outfit könnt ihr euch holen und das grüne und blaue Paramedic-Outfit. Und ja, wenn ihr dann die Jobs euch markiert habt, dann können wir auch schon direkt losstarten. So, startet einfach den gewünschten Job. Ich zeige euch jetzt alle drei Methoden, obwohl ja alle drei Methoden eigentlich auch gleich sind. Ja, ich fange jetzt an mit dem Nose-Outfit. Wir laden einfach unseren Freund ein. Ist der Freund dann beigetreten, können wir den Job dann auch ganz einfach dann starten. Sind wir dann im Job angekommen, seht ihr, dass wir schon das Nose-Outfit anhaben. Ist auf jeden Fall perfekt. Wir gehen dann einmal ins Inventar rein. Dann gehen wir auf Accessoires und dort wechseln wir einmal die Handschuhe. Einfach nur einmal die Handschuhe wechseln, dann gehen wir aus dem Menü wieder raus, einmal Handy öffnen und von dort aus dann einmal den Job verlassen. Sind wir in der Online-Lobby angekommen, werdet ihr sehen, dass wir jetzt mit dem Nose-Outfit gespawnt sind. Ist auf jeden Fall perfekt. Ja, jetzt müsst ihr das Outfit einmal abspeichern. Entweder ja bei einem Ammonation oder halt bei irgendeinem Bekleidungsladen. Falls es jetzt der Fall sein sollte, dass ihr das Outfit nicht abspeichern könnt bei einem Ammonation oder Bekleidungsladen, dann müsst ihr einfach euch einen Oppressor MK2, MK1 oder irgendeinen Helikopter besorgen, fliegt dann zum Maskenladen, gewinnt eine gewünschte Höhe und dann springt ihr einmal von der Oppressor MK2 ab, einmal Richtung Maskenladen fliegen, dann drückt man Steuerkreuz nach rechts durchspammen, dann werden wir einmal hier ins Menü reingeladen, ist auf jeden Fall perfekt. Also machen wir jetzt praktisch die Variante jetzt, als wenn wir uns jetzt eine Duffelbag abspeichern würden. Es kann nämlich manchmal sein, dass wir dieses Outfit nicht normal abspeichern können im Bekleidungsladen. Und falls das der Fall sein sollte, dann ja, klappt das auf jeden Fall mit dieser Variante. Und ja, somit haben wir uns schon mal das erste Outfit abgespeichert. So, fürs grüne Paramedic-Outfit gehen wir wieder in den Job rein, laden unseren Freund ein, der uns dabei hilft. Können wir den Job auch ganz einfach starten. Und ja, hier machen wir jetzt auch einfach genau das gleiche wie eben. Wir warten, bis wir wieder in den Job reingeladen werden. So, ihr seht, wir haben das Outfit an, auf jeden Fall perfekt. Jetzt wieder Interaktionsmenü öffnen, dann gehen wir auf Stil, auf Accessoires und dann wechseln wir einmal wieder die Handschuhe. Einfach die Handschuhe wechseln, dann Interaktionsmenü schließen und das Spiel übers Handy verlassen. Und ja, sind wir jetzt wieder in der Lobby angekommen, seht ihr, dass wir jetzt auch mit dem Outfit spawnen, als nächstes einfach zum Bekleidungsladen gehen, das Outfit abspeichern. Wie gesagt, falls es jetzt nicht gehen sollte mit dem Bekleidungsladen, macht es einfach so, wie ich es bei der ersten Variante gezeigt habe. Einfach beim Maskenladen abspeichern, damit funktioniert es dann auf jeden Fall. Und ja, damit haben wir das zweite Outfit auch schon fertig. Wenn ihr euch jetzt das blaue Outfit online holen wollt, macht ihr einfach genau den gleichen Step wie zuvor. Und ja Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.